Da wiederum muss ich ganz ehrlich sagen, geht nichts an den Landwirtschaftssimulator. Also was Giants da abliefert, rein simulatortechnisch, es gibt nichts, was dagegen anhalten kann. Also ich habe ja eine ganze Weile gedacht, dass jetzt der Truck Simulator da irgendwo mithalten könnte, annähernd. Jetzt, wo ich selber mal live spiele, nein. Also ich sag ganz klar nein. Ist meine Meinung, ihr könnt anderer Meinung sein, aber ich sehe da ganz klar, das hat. Ja, man fährt hier ein bisschen durch die Gegend. Das gab es vor 20 Jahren schon. Grafik war da auch jetzt nicht so krass viel besser. KI auch nicht. Also von daher, ich weiß nicht, wo die große Entwicklung hin ist bei solchen Spielen. Was man vielleicht noch testen könnte an Simulatoren, wäre jetzt der neue Bausimulator oder Construction Simulator. Wie die sich so schlagen. Ich hatte den ersten Mal auf dem Tablet. War ja. Ich habe es auf dem Tablet gespielt und dafür war es eigentlich noch ganz gut. Da will ich gar nicht so doll meckern. Deswegen würde mich mal eigentlich interessieren, wie es denn auf dem PC wäre mit dem Bausimulator 2. Aber wie gesagt, Euro Truck Simulator, ich weiß nicht. Deswegen, ne, sage ich auch schon mal im Voraus, ich weiß nicht, wie viele Folgen das hier wären, wie lange ich mich hierfür begeistern kann, einfach nur von A nach B zu fahren. Es gibt sonst auch nichts großartig, also zumindest im Moment noch nicht, weil wir noch keine Firma haben. Ist mir da einer reingekachelt oder was? So. Hier, fahr mal links rüber. Ich möchte. Doch, ich möchte hier runter. Alles gut. So, dann machen wir mal Tempomat aus. Und irgendwo konnten wir auch hier. Ich will hier gar nicht runter. Ich muss hier eine weiter. Was für Horst, Alter. Ich weiß, ich baue auch ein bisschen Scheiße, aber das ist halt mit KI-Fahren und so, die nehmen keine Rücksicht. Ne? Ich blinke jetzt halt doch schon wieder und er fährt einfach stumpf drauf zu. Versucht dann nur noch, mir nicht mehr reinzufahren, als ich schon quasi vor ihm bin. Also da hätte man halt tatsächlich, wie gesagt, selbst mit der Polizei, wo die mir eben da reingebrettert ist. Ich habe geblinkt, bin rübergezogen und auf einmal tauchten die in meinem Spiegel auf und pumm, hangen sie mir drin. Ist halt nicht so der Knaller, ne? So, wir geben wieder ordentlich Stoff. Wir wollen Dortmund-Kassel. Ne, wollen wir anscheinend nicht, glaube ich. Heißt, wir werden hier, denke ich, rüber müssen. Aber wieder die Situation, ich sehe ihn nicht. Ja, siehst du, da war er. Ich blinke, er lässt mich nicht rein. Was soll ich machen? Am liebsten würde ich jetzt aufsteigen und die aus dem Auto ziehen. Ich hätte jetzt gucken können, so, dann hätte ich gesehen, dass sie da sind, aber ich blinke doch. Ich muss doch da mal rüber. Ich kann doch nicht anhalten wegen denen. Die hätten ihre Spur wechseln können. Also, ihr seht schon, ich mecker verdammt viel. Und wenn man bei einem Spiel verdammt viel meckert, weiß man nicht, wie lange das gut geht. So, hier schön mit Motorbremse arbeiten. Die Steuerung von der Motorbremse habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Man kann einmal einen Schalter drücken, dann geht sie an. Dann ist sie aber auch, glaube ich, schon Vollgas, so wie ich das bislang gemerkt habe. Oder ich kann sie halt auch auf einem anderen Knopf. Ich habe es halt auf den Joystick gelegt. Heißt, wenn ich den Joystick nach vorne drücke, geht sie auch an. Habe aber keine Stufenmöglichkeit mehr. Also ich weiß nicht, wo soll ich jetzt noch einen Retarder hoch und runter schalten oder die Motorbremse Stufen wählen. Ist mir ein wenig ein Rätsel. Oh, wir sind viel zu schnell. Retarder aktiviert. Das sind zwei verschiedene Systeme, alles klar. Jetzt habe ich es gerade geblickt. Jetzt geht unser Tempomat nicht mehr.
Obwohl, komm, wir sind gleich da. Dann fahren wir jetzt einfach mal eben noch das Stückchen. Bam, bam, bam. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht mit der Tastenbelegung. Irgendwie ist hier alles auf neutral schalten und ja. Da schauen wir gleich nochmal rein. Ja, jetzt zieht der an der roten Ampel auch noch vor mich. Das mag ich immer besonders gerne. So. Wollen natürlich auch mal versuchen, hier sparsam zu fahren und wirtschaftlich. Deswegen versuche ich schon immer ein bisschen mit Retarder, Motorbremse und so zu fahren, vorausschauend. Was halt auch nicht so einfach ist, weil wenn ich die Ampeln sehe und da sagen wir jetzt mal mit 50 drauf zufahre, wird schon knapp, da noch zu bremsen. So, wir müssen hier jetzt gleich irgendwo rechts auf den Hof, vermute ich. Ja. Okay, sehr schön. Rumpel, rumpel, oh. Da reißt es einem ja alles aus der Hand. So, wir sind angekommen. Parken den LKW, den Auflieger natürlich dahin, wo sie ihn gerne hin hätten. Diesmal über den rechten Spiegel. Ist in Wheelie immer sehr verhasst und echt nicht cool. Aber ich denke, das kriegen wir hier gut hin. Hier kann man die Spiegel relativ gut benutzen. Wobei wir auch jetzt gleich nochmal korrigieren müssen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich glaube kaum, dass das jetzt beim ersten Mal passt. Wird es auch nicht. Gut, wir korrigieren jetzt nochmal nach hier. Und dann können wir hier nämlich schon beinahe über den Spiegel einparken. Beinahe gut. Können wir noch einmal ordentlich vorziehen? Das heißt, wir müssen, um die Gurke hier auch gerade hinzustellen. Ich vergesse immer, dass man zweimal drücken muss, um den Gang zu wechseln, weil wir noch neutral dazwischen haben. Na, das sieht doch schon beinahe perfekt aus. So, abkoppeln. Dann können wir jetzt gleich mal, wenn wir schon mal im Menü sind, nach den Steuerungen gucken. So, wir haben dazu verdient 3.800. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut uns doch. Jetzt können wir hier auch noch Fähigkeitspunkte verteilen. ADR, ja, ist sehr cool. Habe ich bis jetzt noch nichts gehabt. Fernfahrten, die sind halt die Fahrten weiter. Wäre im Moment noch ungünstig. Hochwertige Frachten ist gut. Da gibt es mehr Geld für. Just in time, sparsame Fahrweise. Wird wahrscheinlich erst eigentlich interessant, wenn wir selbstständig sind. Beziehungsweise bis dahin sollte man wahrscheinlich dann aber auch schon was haben. Zerbrechliche Fracht bringt gutes Geld. Wir kriegen hier 5% und 22% Erfahrungsbonus, deswegen nehmen wir das mal. Damit wir mehr Erfahrungsbonus haben und mehr Geld. Bald eine Garagemauer bestellen, neue Fahrer und verwalte eine Firma. Ja, wenn wir denn könnten. So, jetzt gehen wir noch einmal eben in die Tastenzuweisung. Auf neutral schalten ist leer. Wo hapert es denn mit unserem Tempomat und so weiter?
Das muss ja hier irgendwo. Schaltposition rückwärts. Betriebeumschalter 013. Die können wir mal alle rauslöschen, würde ich mal sagen. Frag mich nicht wie. Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendeine andere. Wir benutzen jetzt einfach mal dazu die andere Konsole, dann sind nämlich die Belegungen hier raus. Sollten wir sie brauchen, haben wir sie noch? Automatikgetriebe Drive und rückwärts. Ja, das sind doch eigentlich die, die ich gesucht habe. Hier, 4. Obwohl eigentlich auch blöd. Eigentlich auch blöd. Sollen wir die legen wir auch weg. Brauchen wir nicht, denn zwischendurch mal in neutral kann ja nicht schaden. Heißt, eventuell haben wir jetzt hochschalten, runterschalten, das passt noch. Ich hoffe mal, dass das jetzt hinkommt und sich hier nichts mehr behindert. LKW-Achse anheben, senken, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir erstmal alles soweit, sonst nicht mehr. Gut, ich hoffe, das funktioniert. Wir haben zwei E-Mails im Postfach. Von der Bank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Ja, nee, Kredit möchte ich nicht. Und LKW-Händler in Hannover. Gut, aber wir haben kein Geld für LKWs. Schade eigentlich. Ja. Fähigkeiten, LKW-Händler, LKW-Teile aufrüsten. Alles mal interessant. Wir machen weiter. Erstmal stinken wir mal mit Aufträgen. Wir kloppen jetzt ein paar Aufträge durch. Okay, es ist also eigentlich alles drin. Ja. Wir fahren von Hannover nach Dortmund mit 11 Tonnen. Wieder ein Scania. Selbe Strecke wie eben. Machen wir nochmal. Ich weiß nicht, wie wir nach Hannover gekommen sind, jetzt ehrlich gesagt. Irgendwie müssen wir es ja aber geschafft haben. So, wo müssen wir hin? Vor uns geht es anscheinend raus. Auf geht's mit dem Scania. Und was haben wir hinten drauf? Zwei Traktoren. Wie bringen wir uns jetzt ja, in den Landwirtschaftssimulator, würde ich sagen. Ah ja, hier geht's raus. Nicht vergessen, Licht an, gibt es empfindliche Strafen für. So, Verkehr beobachten, da kommt nichts, da kommt nichts. Dann fahren wir auch direkt. Wenn wir es denn schaffen. So. Ja, jetzt kann ich hier auch ganz gemütlich alle Tasten drücken, ohne dass sich hier irgendwas behindert. Das ist doch schon mal sehr schön. So, die Ampel wird eh gleich umspringen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Daher können wir immer ganz gepflegt anhalten. So, das alles ohne Fußbremse. Sehr schön geschafft. So fährt man wirtschaftlich. Ein Mercedes Actros Fleetboard hätte jetzt gesagt, gute Bremsung. Wobei auch nicht ganz, weil ich hätte viel früher rollen müssen. Oh. Aber hier knapp die Leitplanke mitgenommen. So, wir können halt auch hier noch umschalten. Hier steht was zur Fracht und so weiter, was wir verdienen, welche Zeiten und so weiter und so fort. Hier können wir gucken, ob wir Schäden haben am LKW-Auflieger oder an der Fracht.
Und im F8-Menü gibt es noch Kurznachrichten. Da steht aber komischerweise nie etwas. So. Hier geht es jetzt gleich wieder auf die LKW, auf die Autobahnauffahrt.